So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir öffnen mein ungeliebtestes Set überhaupt seit ever. Das Set, was ich am wenigsten leiden kann, tatsächlich. Dungeons & Dragons Abenteuer in den Forgotten Realms Draft Booster. Es liegt nicht dran, dass es Dungeons & Dragons ist. Ich mag Dungeons & Dragons, ich habe Dungeons & Dragons viel gespielt. Ich mag auch Kamigawa, aber das Power-Level hiervon ist so unterirdisch und es wurde so unendlich viel für Flavor geopfert, dass ich mittlerweile der Meinung bin, das hätte man cooler machen können und schöner machen können, anstatt nur Flavor weiß was zu machen. Naja, gucken wir uns die Karten an. Wir haben die Horde-Räuberin 2 Mana 1-3. Wenn die einem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegen wir einen Schatz. Flavor, sie klaut vom Drachen etwas. Sehr, sehr cool. Lichtbringer Kleriker, 2 Mana 1-3. Wenn er ins Spiel wegkommt, können wir entweder Wunden heilen. Das ist keine Fähigkeit, das ist einfach diese Dungeon Dragons Ding, von ich dir erzählt habe. Euch erzählt habe. Man hat 2 Lebenspunkte. Man kann Magie bannen, man zerstört eine Verzauberung unserer Wahl oder man hat sanfte Ruhe und wir schicken eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Wisst ihr so langsam, was ich meine? Ich finde das nicht schön. Ich finde das überhaupt nicht schön und ich muss leider sagen, das hat mir das Set sehr kaputt gemacht. Domina 3-2 und wenn man einem Spieler Kampfschaden zufügt, zieht man eine Karte. Ausschwärmende Goblins, 5 Mana 4-3 und wenn er ins Spiel kommt, würfeln wir mit einem W20. Kein Spindown wichtig, also für mich wichtig. Eine 1 bis 9, wir erzeugen einen 1-1 großen Goblin oder für 10 bis 19, wir kriegen 2 rote Goblins oder eine 20, wir kriegen 3 solcher Goblins. Yay, Party. Weg finden, das ist eine coole Karte. 3 Mana Verzauberung, wenn sie ins Spiel kommt, bewagen wir uns ins Gewölbe. Dieser Ausdruck ins Gewölbe wagen ist im Deutschen sehr, sehr schwierig und es war damals auch ein Desaster, weil damals auch eine der Dungeon war völlig falsch übersetzt und war deshalb nur halb so schlimm, wie er sein müsste und ja, es war ein richtiges Desaster. Und das verzauberte Land hat Tappen für zwei Grüne dann. Grabstätten Ghoul, 2 Mana 2-1, Opfer eine andere Kreatur, der kriegt +2/+2, kann man nur einmal pro Runde aktivieren. Warum? Zweihandaxt, 1 Mana zum Spielen, die ausgerüstete Kreatur kriegt +4/+0, 5 Mana zum Ausrüsten, sehr, sehr cool von der Idee her. Und unheilvoller Betrachter, 6 Mana, 6/5 Betrachter, wenn er ins Spiel kommt, bestimmen wir, entweder haben wir einen Anti-Magie-Kegel, jeder Gegner opfert eine Verzauberung, oder wir haben einen Furchtstrahl. Kreaturen, die du kontrollierst, halt mit Rolli bis deines Hugs. Also, ich habe damit echt ein Problem. Ich mag die Beholder, ich mag die Karten, die Artworks sind kein Problem. Und ich finde auch, es wäre so kein Problem, wenn sie diese Kleinigkeiten hier rausgelassen hätten. Die stören mich tatsächlich. Lustiger Sidefact, diesen Beholder konnte man damals auch in einer Zeitung kriegen. Das hat vor Ewigkeiten, hat das mal It's a Kind of Magic bei sich im Channel gezeigt. Und in Kooperation mit, ich glaube, Eladim Highlander. Das war ganz cool. Dann haben wir Hobgoblin-Anführerin, 2 Mana 3-1 mit Rudeltaktik. Das ist zum Beispiel dann eine richtige Fähigkeit. Also, es ist halt so, dass es tatsächlich Fähigkeiten da drin gibt, und zwar Rudeltaktik und so eine Kacke. Immer wenn er angreift, falls man mit Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angreift, erhält die Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Sehr, sehr coole Karte mit Erstschlag, wenn auch nicht die stärkste. 2 Mana, ihr gelangt zum Gnolllager. 2 Mana Spontanzauber, entweder wir schüchtern sie ein und 2 Kreaturen können den Zug nicht blocken oder wir wehren sie ab. Und eine Kreatur kriegt +3/+1 mit eines Zuges. Es ist halt kein Unterschied. Und es ist halt doof. Ihr kommt zu einer Lichtung. Der Flavor ist da, dass man halt so Story-Style erzählt, so ihr kommt zu einer Lichtung. Was machen wir? Wir ziehen weiter oder wir schlagen ein Lager auf. Bei wir ziehen weiter, die suchen unsere nach 2 Standardländern, zeigen sie offen vor, nehmen sie auf die Hand. Bei Lager aufschlagen bringen wir eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand. Ich verstehe den Flavor davon, keine Frage. Ich verstehe nicht, warum man das so machen musste. Gewölbekriecher, 1 Mana 2-1 kommt getappt ins Spiel und wenn man ein Gewölbe absolviert hat, kriegt man den getappt. Den kriegt man auf die Hand zurück, so ist richtig. Wort der Macht, Tod. 2 Mana Spontanzauber, wir zerstören eine Kreatur, die kein Engel, Dämon, Teufel oder Drache ist. Sehr mächtig eigentlich, wirklich sehr mächtig. Und unser Rare ist Lange Rast. 3 grüne Mana und X, wir bringen X Karten unserer Wahl mit unterschiedlichen Mana-Beträgen aus unserem Friedhof auf die Hand zurück. Falls wir auf diese Weise 8 oder mehr Karten auf die Hand zurückbringen, erhalten wir Lebenspunkte gleich unserer Startleben und danach wird er exiliert.
ja, nicht so das Geilste. Das catcht mich jedes Mal auf Guard, weil ich jedes Mal denke, das hat einen Effekt. Und wir haben ein Verlies des wahnsinnigen Magiers. Das ist leider nicht das Falsche, was ich euch zeigen kann. Also nicht das, was falsch übersetzt wurde. Dementsprechend, ja, soviel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.